Hallo liebe Pokémon-Sonne, Freunde und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von jenem Spiel, wo wir erstmal wollen wir in die ganzen Häuser reingehen. Wer seid ihr? Was, ihr wollt kämpfen? Okay. Wo jemand gegen mich kämpfen will. Und anschließend werden wir uns dann auf den Weg zu der Prüfung im Schattendschungel machen. Der legendäre Schattendschungel. Er wird ziemlich gefährlich. Habe ich recht, Golfer Florian? Der gute Florian. Er hat Wuffels! Hallo Wuffels! Wuff, Wuff. Aber leider, das ist eine Sache, die die Geschichte immer und immer wieder gezeigt hat. Leider sind Hunde den... Oh, du bist vom Typ Gestein, wie es aussieht. Leider sind Hunde den Eseln in jeder Hinsicht unterlegen. Hunde können beißen, aber Esel haben die rohe Pferdestärke, welche wir benötigen. Seht ihr, Esel sind einfach überlegen. Man kann es nicht anders sagen. Der Golfer. Boah, das Schnackige ist leere. Immer da, wenn es drauf ankommt, knicke ich ein. Okay. Ziemlich aufregend. Erzähl mir bitte mehr. Was ist ihre Animation? Okay, sie schlägt einen unsichtbaren Ball immer und immer wieder. Spannend. Mal weiter damit. Der Schwung muss aus der Hüfte kommen. Ich zeige dir gleich mal im Kampf, was ich meine. Oh. Was du meinst, habe ich schon die ganze Zeit über gesehen. Deswegen stand ich hinter dir. Ich habe die Hüfte gesehen, aus welcher der Schlag kommt. Es ist zwar umwerfend. Oh, sie hat so ein Fuck-Mauzi. Ich glaube, dieses Mauzi, ist das nicht vom Typ Psycho? Ja, aber er ist irgendwie zum Teil vom Typ Psycho. Deswegen werden wir einfach... Nee, immer noch normal. Du wirst gekickt! Nicht gerade schreien. Du wirst ins Gesicht gekickt, Mauzi. Er wird ziemlich hart für dich. Gott, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, was die Prüfung angeht. Oh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Verdammte Schattendschungel-Prüfung. So viele Leute haben mir gesagt, dass es kacke wird, aber... Ich habe doch Pepe und Nofzaratu. Ich weiß nicht, was mich in der Prüfung erwartet, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die meine beiden Flug-Pokémon so leicht down bekommen werden, ehrlich gesagt. Ah, wir werden es sehen. Tauchball. Cool. Danke für den Tauchball, den habe ich mir verdient. Sind weg. Was ist das Pokémon Center? Dann müssen wir zur beschissenen Prüfung. Ah, oh, ich bin nicht bereit für die Prüfung. Glaube ich. Bin ich bereit dafür? Ich bin auf jeden Fall dann bereit, wenn ich an erster Stelle nicht mehr ein Boden-Pokémon habe. Das ist, glaube ich, ein guter Anfang. So, wechseln wir das erstmal aus. Rastublone, du gehst woanders hin. An Stelle packen wir Nofzaratu! Ein wahres Monster. Ah, fuck, mir fällt gerade auf. Wenn sich Carpador mal weiterentwickelt hat, dann habe ich schon wieder drei Flug-Pokémon im Team. Er ist doch bescheuert. Warum gibt es in den Pokémon immer so viele Flug-Pokémon? Warte mal. Was ist das hier? Ich sehe dich! Okay. Das sind Inseln. Das Wasser schimmert im Licht. Ich möchte meinen Lapras beschwören. Lapras, wir surfen jetzt. Schauen wir, wie schnell wir surfen. Hallo? Was kann ich für euch tun? Ich bin ein Karate. Ich bin ein Karate-Wunder, genau. Bringe ich meinen Pokémon auch neue Attacken bei. Das kleine Genie, den wir zu besiegen, trainiere ich das erste Mal eine Weile mit ihm. Okay. Also, wollt ihr beide gegen mich kämpfen? Und ihr habt starke Kampf-Pokémon, habe ich gehört. Weil ihr die Karate-Männer seid. Macholo und Macholo. Oh Mann. Ich wundere mich, wie ich das nur jemals besiegen soll. Oh, ich hab eine Idee, pass auf. Flügelschlag. Auf eins von beiden, was auch immer. Und du mach. Mach einen geilen Reflektor. Und Macholo Nummer 1 ist tot. Ziemlich harten Widerstand leisten die hier. Ich dachte nicht, dass ich dafür bereit bin, aber irgendwie habe ich es doch noch geschafft. Maskerate-Schlag auf das, das war vorhersehbar, aber... Machen wir uns nichts vor, es war auch kein sonderlich starker Angriff. Also gut. So, und was sind jetzt eigentlich die neuen Angriffe, die er seinem Pokémon beibringen will? Mit seinem besagten Training, dieser kleine Haufen Scheiße. Ey, ich sehe nämlich nur, dass wir... Ja... einen Karate-Schlag anbekommen haben und dann habe ich ganz normal angegriffen und den Kampf gewonnen.
Ihr scheint ziemlich stark zu sein, aber ihr dürft jetzt, weil ihr Glück habt, ich lächle auch daran, die Lage zu den Pokémon das Gefühl von Sicherheit. Das ist kein Lächeln. Ich habe die Schande über meinen Meister gebracht. Der Kleine ist der Meister, das erklärt einiges. Aber ihr beiden dürft jetzt miterleben, wie sich ein Karpador von einem scheinbar nutzlosen, vor sich hin wabbelnden, dreckigen, haufenden Scheiße, genau, der auch ziemlich müffelt, entwickelt zu einer legendären Kampfmaschine, die bereit ist, den Tod über meine Feinde zu bringen, für die Gerechtigkeit. Es ist ein Garados. Hallo Garados. Du erlernst? Solltest nicht einen Angriff lernen? Doch. Garados. Hallo. Also sowas von registriert, verdammte Scheiße. Die ganze Entwicklungsreihe ist registriert. Das heißt, es haben eine ganze Stadt, deren Bewohner es verärgert hätten, über Nacht vollständig in Schutt und Asche gelegt. Gut, weiter so. Roar! Immer weiter so, mein gutes Garados. Das erlernt bis... Ich dachte, du lernst Drachenwut oder so. Weiß schon, irgendwas, womit man was anfangen kann. Nein, es hat bis gelernt. Guter alter Biss. Guter alter Biss. Ja, lass ich mal auf meine TMs gehen. Wir haben Bullshit. Haben wir irgendwas, was für Garados interessant wäre? Tatsächlich ist Donnerwelle ein sehr interessanter Angriff. Der Garados zu einem wesentlich besseren Pokémon macht jetzt gerade. Instant, sofort. Donnerwelle, bam, bestes Pokémon als davor. Das ging einfach. Ist da unten schon wieder ein Pokémon Center? Warum sind hier überall Pokémon Center? So, wir wurden jetzt einmal angegriffen. Sternenmann wurde einmal angegriffen, wir gehen trotzdem weiter. Wir gehen weiter in den Schattendschungel. Zur Hälfte Dschungel und zur Hälfte Schatten. Oh Mann, so schattig und spannend und aufregend. Hallo Schattendschungel. Hallo. Hallo Lady. Tag, herzlich willkommen in der Prüfungsstätte. Der Schattendschungel, ich muss schon sagen, bei dir und deinem Pokémon stimmt einfach die Mischung. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen als Prüfung Prüfung zu bestehen. Haha, jetzt hast du mir aber gegeben. Das sind große Worte von jemandem, dessen Name sich ohne große Umwege zu dem Wort Mayo umändern lässt. Es ist einfach nur, ich muss einfach nur meinen Zeigefinger auf der Tastatur ein kleines Stück verrutschen lassen. Und weißt du was? Autokorrektur, das ist eine Sache, die du auf Twitter merken wirst. Deine ganzen Follower, die werden dich nicht Maho nennen, sondern Mayo, weil die Autokorrektur das daraus machen wird. Mayo schreibt man mit Y. Es spielt keine Rolle. Okay? Also muss ich mich von dir nicht als Küchenhilfe bezeichnen lassen. Ich denke, das haben wir soweit verstanden. Schließlich hast du den Glitzerschein erhalten von Ricky höchstpersönlich. Dann bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Hallo Dschungel. Hallo MOP. Schön, dass du hier bist. Freut mich auch, hier zu sein, Dschungel. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Hey, MOG Man männlich. Hey, hättest du Bock auf ein kleines Teddy-Ursa-Steak? Du weißt schon, das mit einer Honigschicht so zart wie Butter dann den Rachen hinunter in deinen Magen fließt. Teddy-Ursa-Steak. Ich weiß, was sie meint. Ich höre den Dschungel. Klingt nach einem guten Gericht. Da, kannst du ihn hören? Hallo? Hört mich jemand? Nein, ich höre nichts. Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche. Und zwar Mahos berühmtes Spezialmenü. Du sollst mir 4 Zutaten bringen. Oh, so eine vegetarische Scheiße. Hier, diese Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Man merkt natürlich bei ihr ganz klar, dass sie nie im Pokémon-Krieg gekämpft hat. Zutaten lasse ich mit Bisspark übrigens leichter finden. Denn er spürt einfach alles auf. Okay. Marobera, Minipilz. Der Schattendschungel erwartet dich. Okay. Man merkt, dass sie nie im Pokémon-Krieg oder so gedient hat oder ihn jemals wirklich miterlebt hat. Denn wenn eben der Fall wäre, wenn das so wäre, würde sie nicht so eine Scheiße von uns wollen, wie zum Beispiel irgendwelche Bären oder so. Ich fühle mich beleidigt. Baumstamm, einige Pilze. Ja, die möchte ich gerne. Mini-Pilz im Zutatenbeutel verstaut. Der Riesenpilz greift an. Oh nein! Nicht der Riesenpilz. Parasektor auf dem Scheiße.
Wie werden wir dich am besten töten? Ich kann ja noch nichts fangen, ich bin mir ziemlich sicher. Deswegen. Fünfschlag, Step-Angriff, doppelte Schwäche. Das sieht nicht gut für dich aus, mein gutes Parasek. Das sieht nicht gut für dich aus. Und so sieht es aus, wenn der Riesenpilz auf einmal angreift. Nicht sonderlich gefährlich. Nicht sonderlich gefährlich. Ich bin's, Maho. Ach was, echt? Ich dachte, der Wald will mir was sagen. Einen feinen Minipilz hast du da gefunden? Warum der unter Pilzen überhaupt in der Renner ist, das weißt du, sobald du ihn probiert hast. Noch für 3 Zutaten. Finde sie bitte alle ganz schnell. Ah. Ich wittere schon Comedy-Gold-Kommentare. Hier, ich freue mich. Hey, MOP. Da war einer deiner Pilzgebrüder. Hahaha. Verstehst du, weil du... Dein Profilbild ist ein Pilz. MOP. Wie kannst du deine Familie essen, MOP? XD. Das wird ziemlich lustig. Okay. Wen haben wir denn eigentlich da vor uns? Das ist ein kleines Imantis. Hallo Imantis. Möchtest du gerne mal meinen Flügelschlag schmecken? Wie schmeckt der? Schmeckt er nach Schmerz, Tod und erbrochenem Blut? Das ist der übliche Geschmack, den alle davon wahrnehmen. Ist ein guter Flügelschlag, ist ein guter. So, was haben wir denn hier? Eine Beere ist im Erdreich. Oh Junge, eine vergrabene Beere. Das werden bestimmt die besten, das beste Gericht. Ich bin's Maho, eine feine Magobeere hast du da gefunden. Bist du mit der Magobeere verwandt? Je größer eine Magobeere ist, desto krummer ist sie. Und je krummer sie ist, desto süßer ist sie. Du weißt, für was das auch gilt, oder? Wir verstehen uns schon. Auf den 2 Zutaten finde sie bitte ganz bald, ja. Oh, MOP. Ich habe den Spruch mit der krummen Beere, für was das auch zutrifft, verstanden. Der hast du's gegeben. Danke, lieber Wald, danke. Ich spreche gerne mit der Natur. Ich bin Naturtyp. Natur ist in Ordnung. Mit der kann man was anfangen. Im Vergleich zu Maho. Wobei sie natürlich auch Pluspunkte sammelt, weil sie sofort, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, darauf bestanden hat, mir was zu kochen. Das ist natürlich eine Sache, die ich auch nicht verschmähen will. Versteht mich da nicht falsch. Sie hat mich zwar Küchenhilfe genannt, aber wir wissen alle, dass das voraussetzt, dass sie das Essen kocht. Nenn mich die Küchenhilfe, aber du bist immer noch die Frau aus der Küche. Sternstaub. So, was haben wir sonst noch? Hä? Oh, ich bin irgendwo. Großwurzel! Ist besser als eine Kleinwurzel. Habe ich recht, Maho? Du verstehst, was ich meine. So, Bismarck, ich brauche dich wieder. Ich finde es schade, dass ich nicht einfach auf dem Glurak unterwegs sein kann. Ist viel cooler. Ich glaube, was cool ist und was nicht, das spielt ja keine Rolle. So, da links war eine TM. Beziehungsweise eine VM. Das Gras hier ist sehr verdächtig. Möchtest du es herausziehen? Ja. Vitalkraut. Er wächst einfach am Boden. Ein Pokémon springt aus dem hohen Gras und greift dich an. Nein! Wer greift mich denn an? Oh shit, ein Imantis, wild. Das ist nicht freundlich oder gezähmt, das ist wild. Seht euch an, es ist vollkommen außer Kontrolle, dieses Imantis. Reiß dich zusammen, Imantis, beruhige dich. Beruhige dich, darfst nicht so wild sein. Was soll denn mit uns allen passieren? Scheißviech. Okay, das wird Zutat Nummer 3. Ich bin's Maho, ein feines Vitalkraut hast du ja gefunden. Es ist selbst für Pokémon erschreckend bitter, aber das gibt dem Gericht die richtige Würze. Jetzt fehlt nur noch ein Zutat. Bitte finde sie so schnell es geht, okay? Okay, hier sollte ich dann die TM bekommen. Strauchler! Ein Angriff, der mehr Schaden zufügt, wenn das gegnerische Pokémon, das Pokémon, das den Angriff einsetzt, mehr wiegt. Ich meine, so war das. Wie auch immer. Der ist doch was. Hä?
Das ist das Vitalkraut, was da noch ausschlägt. Ist klar. Geh da rein. Geh da rein. Kannst doch da rein. Kann er da rein? Dann kann er nicht rein. Was soll das Ganze dann überhaupt? Hier kann bestimmt sein Evoli zu Platana weiterentwickeln, oder? Oder? Hey, ich sage ja. Ich sage, das kann man hier machen. Hypertrank. Okay. Das führt mich auch wieder zum Vitalkraut. Nehme ich an. Wisst ihr, was wir machen sollten? Ich glaube, ich sollte erstmal einen richtigen Weg einschlagen. Und dann glaube ich, ich sollte vielleicht den Felsen irgendwie verschieben. Hey, Tauros! Schwing deinen Arsch hier rüber! Meinte ich nützlich, verschieb den Felsen! Steinblock sieht groß und schwer aus, vielleicht kann er den Pokémon ja verschieben. Ja, das klappt nicht. Ich vermute, Bismarck wird dazu auch nicht in der Lage sein. Ja, fuck. Ach, warte, vielleicht liegt hier hinter den Felsen ja die Zutat irgendwo. Das habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Bismarck! Da war was. Die Wundersaat. Wir haben sie gefunden. Mann, shit, bist du Maho? Was? Es ist Maho. Mehr Nährstoffe auf einmal gehen nicht. Ein wahres Wunder des Dschungels. Oho, du hast ja alle Zutaten beisammen. Also gut. Bla 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 bla. Oh ja, Maho. Meinen Samen möchtest du immer gerne haben, habe ich recht? Oh Dschungel. Oh Dschungel. Guter Mann, der Dschungel. Guter Mann. Kann ich noch mal wieder sagen. Würde mir empfehlen. So. Ich meine, jetzt wo du alle Zutaten beisammen hast, fehlt nur noch. Da sind wir auch schon. Was? Hallo Maho, wie geht's dir? Hallo. Oh, ihr beiden. Grüß euch, hi. Ich bringe mir meinen Kampfknochen und einen Steinknochen. Ich habe mir mein Tafelwasser und einen Beulenhelm mitgebracht. Hohoho, der Helm wird nicht vor der Beule in meiner Hose schützen. Habe ich recht, Maho? Tracy Chiave, ich danke euch. Habe ich recht, Maho? Er hat recht, Maho. Gib es zu. Danke, Dschungel. Also gut, OP, wenn ich jetzt geht los. Ich hoffe jetzt das Gericht, das den Herrscher hervorlockt. Oh, fuck. Gut, dann prüfen wir jetzt einmal alle gesammelten Zutaten. Eine Magobeere, ein Minipilz, Vitalkraut, Portion Wundersaat. Prima, so wie das Rezept verlangt, dann kaufen wir Mahos Spezialmenü. Ja! So, das Gericht sollte den Herrscher herlocken. Bist du bereit? Fuck, bin ich bereit? Ja, bin ich. Und wisst ihr, wann ich bereit bin? Im nächsten Part! Im nächsten Part. Da kommt der Herrscher. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.